Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Ägyptern. Und wir haben ja im letzten Teil sehr erfolgreich erobert. Ich habe mir jetzt noch gedacht, wir werden hier ein bisschen was an Einheiten neu verteilen. Und zwar, schaut euch das mal an, das ist eine so riesengroße Armee, die brauchen wir definitiv nicht komplett. Und er ist eigentlich ein guter Statthalter, obwohl er ein Steuerschwindler ist. Aber er ist eigentlich ein ganz guter Statthalter. Und deswegen kriegt er jetzt mal noch hier diesen Bibliothekar. Und dann mit dem Zauberer, den kann er von mir aus auch haben. Und der Typ da ist ja eigentlich ein guter General. Er ist 42 Jahre alt, das heißt, er kann noch eine ganze Menge an Sachen erobern. Insofern, denke ich, gehst du mal in so eine Großstadt wie Antiochia? Ich glaube, der ist ja ganz gut aufgehoben. Unseren Seitenanführer holen wir da gleich mal raus. Ja, die 64 Nubier, die stellt's mal nach Tarsus. Die Bogenschützen hier und die Nubier, die nimmst du mal mit hier an Bord. So, dann brauchen wir zwei Einheiten Bogenschützen hier oben. Da haben wir ja im letzten Teil gesehen. Da sind so ein paar kilikische Piraten. Um die kümmern wir uns jetzt. Das macht der General hier. So, dann nehmen wir noch mit das und das. Ah, ne, Moment mal, wir machen es erstmal so. Das und das. Geht immer alle an Bord. Dann die Bogenschützen behalten wir. Die Peltasten nimmst du auch mit. Die Streitwagen nimmst du auch mit. Und die da nimmst du mal mit. Ah, jetzt habe ich vergessen. Ich hätte vielleicht eine Einheit Nubia doch da behalten sollen. Wartet mal kurz. Wie weit kommst denn du noch? Ach, er kommt noch weiter. Also es könnte halt Probleme geben mit den kilikischen Piraten, wenn ich gar keine Infanterie dabei habe. Insofern, warte mal, wir hatten da noch viel Bewegungspunkte von euch. Kann ich ihn angreifen? Nee, das haut nicht mehr hin. Fug. Habe ich jetzt ein bisschen verrafft. Und du? Bei dem ging's. Okay. Dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Nimm mir mal die 80 Jungs hier mit. So. Und dann greifst du mal hier die Burschen an. Das machen wir mal gerade ganz schnell. Und dann haben wir diese Rebellenarmee ausgeschaltet und dann können wir unseren Feldzug gegen Palmyra eröffnen. Und danach gegen Nabatea, beziehungsweise gegen Bostra. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Hier oben ist ein schöner Berg, da stellen wir uns direkt mal drauf. Ich nehme eine ganz breite Aufstellung, denn ich will meine Bogenschützen dahinter aufgestellt lassen. Und mit dem General, den stellen wir an die Seite. Der ist stabil genug, das müsste eigentlich gehen. Bei den Bogenschützen machen wir mal den Plänkler-Modus aus. So, und dann brauchst du ja gar nichts zu machen, da kannst du ja von da schon mal schießen. Ah, oder auch nicht. Dann stell dich ein bisschen weiter hier runter. Mach mal etwas langsamer. Ja, die fallen doch wie die Fliegen, oder? Okay. Nächste Truppe. Oh, da gab es schon eine Erfahrungsstufe. Nee, wir machen es nochmal so. Ja,
Na komm. Dieser General ist der perfekte Feind. Er das kann man so sagen. Nicht standhaft, sondern läuft davon. Hallo. Nö, der das brauchen wir gar nicht fortzusetzen. Da haben wir schon genug gekillt. 239 zu 0, das ist doch eine super Quote. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Trinke ich direkt mal einen Schluck Siegeskaffee. Sieg! Mhm. Weiter geht es nicht, Sire. Schade. Euer Wille ist mir Befehl. Ja, komm, du kannst noch ein bisschen weiter. Aber erstmal gucken. Ja. Euer Wille ist stell dich mal hier runter. Niemand wird mich sehen. Da kannst du mal stehen bleiben. Pontus hat Galizien noch nicht eingenommen. Komisch. Ei, großer Herr, das Schiff ist bereit. Setz die Säcke. Setz die Jungs mal hier hin. Ei, großer Herr, das Schiff ist bereit. Das Schiff ist bereit. Ei, nein. Herr, oh, Mann, ey, Alter. Ich klicke wieder hier einen Schrott zusammen. Das ist ja unglaublich. Okay, nun bitte hierhin. Weiter geht es nicht, Sire. Mein Gebieter? Befehle? Nimmst du die nubige Infanterie bitte auch noch mit? Stahlsatz auf hoch. Okay, jetzt zeigst du mir die Städte nochmal. Salem ist schon gewachsen? Nee. Erhabener? Ja. Truppen sind alle gelandet, ne? Fahr mal hier runter. Sind bereit. Ei, mein Herr. Ja, was bauen wir in Sidon? Bauern? Soll ich nicht vielleicht hier nochmal... Obwohl, komm, wir bauen jetzt mal eine Einheit Bauern. Obwohl, das Schiff da brauchen wir nicht. Ei, großer Herr. Aber... Kannst du dich schon mal hier hinstellen. Reise mit der Flotte. Ja, das ist doch super. Reise mit der Flotte. Und dann gehen wir mal hier rüber. Sire, Angriff! Ja, geh hier bitte zu dem Hauptmann da dazu. Ja, mächtiger Herr. Mhm. Ja, was soll's. Kommen noch einen Bauern in Memphis und dann ist gut. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, du kannst dann nach Palmyra rein. Das sollten wir schaffen. Und dann holst du mir nächste Runde direkt nochmal einen Spion nach und den schicken wir dann wieder hier hoch. Ich will gerne sehen, was die Armenier da oben mit Hatra veranstalten. Ich habe da irgendwas mit Griechen eben gesehen, oder was? Oder doch nicht? Oh! Look at you! Mhm. Radamsades. Ja, ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber... Ich will damit nichts zu tun haben. Bild mir mal die Leute hier fort. Du hast genug Bewegungspunkte, um mir hier... einen Wachturm zu bauen. Baut einen Turm! Kannst wieder zurück. Wir können nicht weiter, großer Herr! Du kannst jetzt bestimmt hier rüber, oder? Ja. Niemand wird mich sehen. Ungesehen, unbemerkt. Jetzt haben wir mal den Spartokus. Da habe ich schon bessere, wie sagt man da? Da habe ich schon kreativere Einfälle gesehen. Ja. Bauen wir hier noch einen Bauern. Krieg erklärt zwischen Thrakern und Makedonen. Wen wundert's? Okay, Baubericht, Alexandria hat eine Kaserne fertig. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal einen Diplomaten, bevor wir hier im Nildelta wieder Trouble kriegen. Ah, da ist kein Agent drin? Echt? Habe ich davon keinen Agent gebaut? Komisch. Dann baust du mir hier den Tempel weiter aus. In Memphis. Und dann baut Salamis eine Straße. Denn Infrastruktur ist wichtig und eine Straße bringt auch auf so einer Insel wie Salamis Geld. Das ist ganz wichtig. Nicht vergessen, hier bauen wir die Pflasterstraße in Jerusalem, damit wir auch die Einheitenbewegung hier ein bisschen schneller machen können. Sidon hat schon eine gebaut, baut mir dann den Statthalterpalast. Schön, dass die Stadt wächst.
I like. Ja, ist in Ordnung. Und Damaskus hat einen Händler gebaut. Ja, brauchen wir die Farm? Ich würde sagen, nee. 5% Bevölkerungswachstum ist schon ganz gut. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Kleinstadt wächst, Sidon. Ah ja, das hatten wir ja. Als nächstes müsste dann Salamis dran sein, vermute ich mal. Rundenbericht ist super. 6742 zu 6716 ist ein optimales Verhältnis. Besser geht's eigentlich nicht. Und du wolltest die Bekanntschaft mit General Hakremut machen. Ich hoffe, dass ich das so falsch wie möglich irgendwie ausgesprochen habe. Euer Wille ist mir befehlt. Ja, zeig mir mal hier gesehen, Petra. Weiter geht es nicht, mein Gebieter. Sire? Mir fällt gerade ein, warum habe ich keinen General, der hier irgendwelche Türme baut? Ah ja, scheiß Hundwurf. Schließe mich an! Ach, komm, noch zwei Runden, die hungern wir jetzt aus. Ich habe jetzt da keinen Nerv. Also auf offenem Feld sind meine Streitwägen halt einfach wesentlich besser. Wir können jetzt nicht weiter feiern. Dann gönnen wir den Leuten noch mal ein kleines bisschen Ruhe und dann greifst du mal hier diesen Typen da an. Oder auch nicht. Euer Wille ist mir Befehl. So, dann zeigen wir mal genau, was er hat. Einbauern, also, okay, gut, das ist alles Popelkram. Gibst nochmal hier runter und guckst mal, was da unten so veranstaltet wird. Erwarte eure Befehle. Es sind keine Griechen hier momentan unterwegs, das ist ein bisschen schade. Genau, eine Einheit Bauern hier. Tarsus ist super eigentlich. Holen wir uns da die Wachstumsstufe. Kann ich hier einen Diplomaten bauen? Nee, schade. Ich bräuchte noch einen Diplomaten da oben. Genau, komm du mal her. Mal mit einem Spion. Dann stelle ich noch einen Spion hier hin, bis ich da ein paar Wachtürme gebaut habe. Benutzen wir den so lange dafür. Ja, sollen wir schon eine Einheit Bogenschützen bauen? Schicke Bürstenfrisur übrigens. Ja, ich weiß nicht. Mein Gebieter? Wir haben momentan eigentlich, wir haben eine Fullstack-Armee und damit können wir schon ganz gut rumerobern. Also würde ich sagen, bleiben wir da einfach mal dabei. Mächtiger General! Ja, du hast kein Gefolge, brauchst du auch überhaupt nicht. Naja, okay, gut, ich dachte schon. Ich dachte schon, Pontus will jetzt schon hier Muskelspielchen veranstalten. Ja, der ist ganz okay, den nehmen wir erstmal zum Türmchen bauen. Sire! Ja, erzähl mir mal gerade, wo du bist. Och nö, jetzt nicht da unten. Ist doch doof. Okay, pass auf. Bau mir ein Türmchen hier hin. Wir können nicht weiter, großer Herr. Baut einen Turm. Krieg erklärt zwischen Julia und Karthago. Okay. Ja, ja. Und Rekrutierungsbericht. Ah ja, da ist ja ein Spion fertig geworden. Sehr schön. Jetzt mal hier rüber. Niemand wird mich sehen. Euer Wille ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Ich stelle dich einfach nur vorne ungesehen, dran. Ich will hier wissen, was hier so grob in etwa gebacken ist. Ah ja, okay, gut. Das ist nicht so. Das ist nicht so dramatisch. Ein Diplomaten in Jerusalem. Der ist. Oh, schaut euch einer mal das. Schaut euch das mal an. Da sind ja schon tatsächlich die Pater unterwegs. In Sidon. Oh Gott, bist du hässlich. Okay. In Bewegung. Wir sitzen fest, großer Herr. Wir sitzen fest, großer Herr. Wo ist mein Diplomat? Lauf mal hier hin. Hören bedeutet gehorchen. Sofort. Ja, mein Gebieter. Das ist unmöglich, Sire. Das ist nicht unmöglich. Sofort. Stell schon so an. Hören bedeutet gehorchen. Euer ergebener Diener.
Ja, mein Gebieter. Ja, mein Gebieter. Wir können nicht weiter. Kannst du in der Runde mit den Armeniern schwätzen. So, Baubericht. Theben hat die Minen fertig. Nice, dann bauen wir direkt mal den Statthalterpalast aus. Salamis hat die Straße fertig, dann bauen wir direkt die Statthaltervilla. Und Tarsus hat die Minen fertig, dann bauen wir direkt mal einen Händler. Okay, du gehst mit dem Steuersatz jetzt mal gerade ein bisschen hoch. Auf hoch. Genau, das ist doch ganz okay. Theben sollte auf jeden Fall auf sehr hoch bleiben. Ortschaftwechsel ist Salamis und das ist Theben, ne? Mhm. Rundenbericht ist super. Ich kann mich nicht beklagen. Warum hat Alexandria eigentlich nichts gebaut? Bauen wir mal einen Tempel. Das Schiff ist bereit. Ei, mein Herr. Momentan geht es nicht weiter. Ich habe vergessen, meinen Diplomaten hier unten zu bewegen. Oh, guck mal, du wirst zu spät sein. Oh. Ja, mächtiger Herr. Hören bedeutet gehorchen. Die kapitulieren nämlich in der ersten Runde. Aber dann kann ich vielleicht mit den Numidiern direkt wieder Frieden schließen. Halt mal, bleib mal dran. Weiter geht es nicht, Sire. Bleib da mal am Ball. Sire. Meine Augen sind offen. Hey, ich will jetzt hier nicht den Spion verlieren. Ich will den da erstmal stehen haben. Ja, du guckst mir mal, was die Pater da unten machen. Nix, okay. Mein Gebieter? Alles klar. Dann, greifen wir den mal an. Das sollte eine einfache Sache werden. Angriff! Ja, den müssten wir eigentlich mit unseren Bogenschützen runterballern können. Jo, dann machen wir das mal. Der Sieg auf meinen Befehl war. Sperrträger! Einheiten! Einheiten! Vorstoßen! Einheiten! Vorstoßen! Vorstoßen! Ja, Einheiten! Einheiten! Haltet Stand und kämpft! Ah, ich habe ja noch mehr Plänkler. Stellst du die mal vor die Mitte? Marschier! Plänkler! Marschier! Marschier! Haltet Stand und kämpft! Einheiten! Genau, und die Streitwägen, die steuern wir separat. Gut, okay, starten wir die Schlacht. Wo ist er? Der Feind wird jetzt die Furcht kennenlernen. Oh. Verstärkungen sind eingetroffen. Eure Stärke nimmt zu. Oh, ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Ich hab echt keinen Bock auf so einen Scheiß. Leute, das dauert 300 Jahre. Oh. Ich weiß nicht. Ich lasse die Schlacht hier, glaube ich. Oder soll ich sie euch noch zeigen? Ach komm, ich zeig's euch. Ja, wir können es uns sogar leisten, hier ein paar Einheiten zu verlieren. Was macht dann jetzt? Wagenbogenschützen! Zerstört sie!
So ein Itze. General! Wagenbogenschütze! General! Na, das machst du ja eigentlich, das machst du eigentlich gut, dich da von dem General wegplätten zu lassen. Dieser General ist der perfekte Feind. Er bleibt nicht standhaft, mach mal das Auto sondern aus. Davon. Lohnt es sich, ihn zu töten? Der feindliche General ist tot. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Das ist doch schön. Der schießt auf 4 Einheiten gleichzeitig mit einer Einheit Bogenschützen. Ah ja, okay, gut von mir aus. Der Feind flieht. Ja komm, setzen wir die Schlacht fort. Schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Ja, war ein bisschen schneller. Ach, die östliche Infanterie hat er gar nicht aufgerieben. Na komm, da schaffst du auch nur 1 oder 2 Einheiten, hä? Ja, ich komme mal gleich wieder. Ich reib mal gerade die Einheiten hier auf. Moment bitte. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, da sind wir wieder. Also, wir haben ein paar Einheiten verloren, aber das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Wir haben genügend Einheiten getötet, um den Gegner komplett zu vernichten und werden jetzt Palmyra angreifen. Wenn wir uns wieder weiter bewegen können. Marschieren! Okay. Wir können nicht weiter, großer Herr. Ja. Du, warte mal, hat er noch irgendein Gefolge? Nee, ne? 58 Jahre alt. Das heißt also, ich denke mal, so 4 Runden haben wir den noch, glaube ich. Dann muss mir danach mal hier irgendwie so ein Türmchen. Ich will schon gerne sehen, was hier so passiert. Und die kapitulieren nächste Runde. Okay, speichern wir das nochmal ganz kurz ab. Und dann... Das Tempel. Tempel. Das sind unsere. Ja, Ah, der Typ da, der braucht eine Armee. Der muss kämpfen. Aber hier haben wir ja bald unseren... haben wir ja bald unsere Reiterstelle fertig. Können wir ihn noch eigentlich wieder mit einer Armee ausrüsten. In Bälde, okay. Er kriegt nur eine Einheit... er kriegt keine Einheit Bauern. Antiochia kriegt noch eine Einheit Bauern. Die Bauern schicke ich dann nach Tarsus rüber. Sidon kriegt noch einen Spion. Und Damaskus kriegt sonst nichts. Und dann können wir uns mal die nächste Runde angucken. Ah, okay. Das zeige ich euch im nächsten Teil. Diese Schlacht hier gegen Mutines. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.